Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr gelesen habt, gibt es heute ein Mischmaschall. Ich war im Kick, ich war im Aldi, ich war im DM und. Aber die Sachen, die ich gekauft habe, die werde ich euch jetzt gleich zeigen. Aber vorerst möchte ich euch ein Produkt vorstellen, denn die Firma Raidea hat mich angefragt, ob ich denn das Produkt mal auf YouTube vorstellen kann. Und ja, das hat mich irgendwie so angesprochen und da habe ich natürlich sofort zugesagt, denn welche Frau liebt keine Kerzen? Oder? Kerzen sind doch einfach was Schönes. Egal, die Jahreszeit spielt überhaupt keine Rolle. Wir lieben Duftkerzen, wir lieben Kerzen. Und was braucht man? Natürlich ein anständiges Feuerzeug und da gibt es extra so Startfeuerzeuge und die Firma Raidea Store, die hat wirklich auf der Seite so tolle Startfeuerzeuge und gestern, ich durfte mir eine Farbe aussuchen und gestern kam das Paket an, ich habe es aus dem Paket rausgeholt, das ist die Verpackung und die werde ich jetzt mal aufmachen. Habe ich noch nicht aufgemacht. Und dann schauen wir doch mal rein. Wie gesagt, ich durfte mir eine Farbe aussuchen und ich habe mir gedacht, naja, welche Farbe magst du? So Gold, ja, Roségold. Und siehe da, ich habe Roségold bekommen. So sieht es aus mit einem USB-Kabel. Das packe ich jetzt mal aus. Ja. Also, was kann ich dazu sagen? Ich zeige es euch jetzt erstmal. Richtig schön, oder? Richtig toll. Schaut euch mal die Farbe an. Richtig toll. Also, das Stabfeuerzeug erst einmal. An der Seite steht natürlich das Logo von der Firma drauf. Was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ich finde ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich sehr süß. Die Farbe gefällt mir auch richtig gut. Ja, so, dann zu dem Produkt. Also ihr könnt das aufladen mit einem USB-Kabel ist dabei. Könnt ihr aufladen. Dann ganz einfache Bedienung, wie beim normalen Stabfeuerzeug auch. Ihr drückt einmal hoch und dann, wie gesagt, könnt ihr dann eure Kerze anmachen. Die Kappe ist aus Edelstahl und das Schöne ist ja an der Sache, es verleiht, also ich sag mal so, bei einem normalen Feuerzeug stinkt es voll nach Gas. Und das ist ja in dem Fall überhaupt nicht. Es ist absolut geruchlos, es ist eine Kindersicherung dran, weil das schaltet sich automatisch ab und es kommt keine Flamme raus. Ja, es kommt überhaupt keine Flamme raus, es ist total einfach zu gebrauchen. Ja, und hält wirklich, wenn ihr das einmal aufgeladen habt, ewig lang. Und ich bin so froh, dass ich dazu gesagt habe, weil ich finde es einfach eine tolle Sache, weil ständig, also ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es so. Ich bin Nichtraucher und natürlich, wenn man Nichtraucher ist, hat man keine Feuerzeuge, ist ja ganz normal, ne? Man hat einfach kein Feuerzeug im Haus. Und da habe ich mir ein Feuerzeug geholt, um meine Kerzen anzumachen. Und jedes Mal sind die Feuerzeuge verschwunden, weil als Nichtraucher packt man das dann weg, ne? Und dann sucht man dann ewig lang und findet es nicht. Und ich finde auch, wenn da Kinder dran gehen, das ist schon, ich finde schon sehr gefährlich. Und da ist so ein Stabfeuerzeug, muss ich wirklich sagen, wesentlich besser. Und wie gesagt, vom Design gefällt es mir gut und das verschwindet nicht so schnell, weil es ja so schön lang ist. Ne? Ja, ihr Lieben, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, wenn euch das gefallen sollte, also mir gefällt es und ich werde es auch in Zukunft verwenden, ich brauche kein Feuerzeug mehr. Ich spare auch einen Haufen Geld, weil wie gesagt, USB, man kann das aufladen mit dem USB-Kabel. Finde ich richtig toll. Also wenn ihr Interesse habt, ich werde euch den Link, werde ich euch in meine Infobox verlinken. Dann bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Den Rabattcode werde ich euch auch verlinken.
Und ja, und wie gesagt, im Moment, ich habe mal auf der Seite geschaut, ihr spart richtig Geld, denn die haben gerade das Produkt und es gibt noch andere Farben, ne? Es gibt richtig tolle Farben. Die haben das gerade runtergesetzt, 15% runtergesetzt. Ich gucke gerade mal nach. Genau, 10,19 € kostet dieses Feuerzeug. Dann bekommt ihr noch einmal 10% Rabatt. Und dann, wie war das mit dem Gutschein? Ich glaube, wenn ihr einen Gutschein habt, kriegt ihr nochmal zusätzlich 10%. Bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube schon. Ich werde euch, wie gesagt, alles in die Infobox, werde ich euch verlinken. Schaut gerne mal bei diesem tollen Shop nach. Die haben eine ganz tolle Bewertung, weil mir ist es wichtig, wenn ich ein Produkt kaufe, lese ich mir immer ganz gern die Bewertung durch. Und diese Bewertungen sind wirklich, wirklich gut. Und wenn ihr kleine Kinder habt, finde ich, das ist einfach die beste Alternative. Ja, so, das ist das Produkt. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, ich bin und ich werde, weiß ich, definitiv zufrieden sein. Ja, ihr Lieben, das war das Produkt, was ich euch vorstellen wollte oder getan habe. Und jetzt geht es zu meinem Mischmascholl. Ja, als erstes, ich arbeite ja im Baumarkt und da habe ich mir nichts gekauft, das habe ich einfach geschenkt bekommen. Und zwar lagen, Entschuldigung, bei uns, wenn man reingeht, das sind meistens immer, wie sagt man das so schön, wo halt die Blumenzwiebel. Die lagen in so einem Karton und die Kartons waren leer und ich habe nie so darauf geachtet. Und ja, und dann sollte ich die mal mit nach hinten nehmen, weil ich wollte die entsorgen. Da dachte ich mir, Mensch, die sehen so schön aus in Holzoptik. Ich nehme die mir mit nach Hause und schaut euch das mal an, oder? Wenn man das im Geschäft kauft, bezahlt ihr echt eine Menge Geld. Und ich habe es jetzt gratis bekommen, ne? Also ich habe mir 3 Stück, habe ich mir aufgehoben und ja, gut, die Löcher stören mich jetzt weniger, pff, ist ja egal. So eine schöne Aufbewahrung kann man ja immer gebrauchen. Und die Holzoptik passt eigentlich ganz gut hier in die Küche. Mal schauen, wo ich es hinstelle. Ja, das nun mal so, ne? Das habe ich mir von der Arbeit mitgenommen. Das hat ja mit dem Haul nichts zu tun, aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Wollte ich mal die Nase lang machen. Gut, wir fangen an. Ich war im Aldi. Da gab es diese Stehsammler, ein Sechserpack und die waren runtergesetzt auf 1,99 €. Habe ich mir mitgenommen. Ich fand dieses Design auch richtig toll und deswegen durften die auch mit. So, dann habe ich mir mitgenommen. Lasst mich überlegen, lasst mich überlegen. Genau, es kam einmal Minutensteaks mit. Ja, die werde ich mir an 2 Tagen machen, weil es sind 4 Stück drin und 4 Stück esse ich nicht. Ich esse nur einmal am Tag im Moment. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich mache auch Sport und ich mache jetzt wieder so ein bisschen mein Diätprogramm weiter. Und ja, abends kommt halt für mich nur Eiweiß auf den Tisch und da dachte ich mir, warum nicht? Das nimmst du jetzt mit. So, weiter geht's. Dann natürlich kam mit meinem Kaffee. Also ich gehe nie ohne Kaffee raus, egal ob es jetzt im Herkules ist, also im Edeka, Aldi, Lidl, ach wo auch immer. Ein Kaffee muss immer mit. So, dann kam mit, habe ich mir hier 2 Zitronenwasser mitgenommen, Zero. Was habe ich mir noch mitgenommen? Genau, dann habe ich entdeckt. Fand ich richtig süß. Das sind so Servietten. Ich bin Servietten süchtig. Fand ich auch schön. So Barbecue, so rot mit weißen Pünktchen. Sind das Pünktchen? Ja. Fand ich auch richtig toll. Die waren so versteckt. Ich bin fast dran vorbeigegangen. Aber ich gebe euch einen Tipp. Schaut immer unten in die Regale. Da versteckt sich immer mal was. Ne? Ja, 99 Cent. Die durften mit. Was habe ich mir noch mitgenommen? Ich muss schauen, ich muss schauen, ich muss schauen. Habe ich mir noch was mitgenommen? Ja, logisch. Dann habe ich mir für übermorgen einen Couscous-Salat mitgenommen.
Ich liebe es, ich mag es total gerne. Und ja, lasst mich überlegen. Genau, und dann habe ich mir, weil ich nehme mir vor, jetzt wirklich so, ich trinke schon viel, aber es könnte mehr sein, ne? Und dann habe ich mir hier so eine 1,5 Liter Flasche, ist das 1,5 Liter? Ja, ich glaube, Medium Mineralwasser mitgenommen. Und wenn ich mir, und ich nehme mir vor, wirklich die zu trinken, ja, über den Tag verteilt, so dass ich wenigstens 1,5 Liter Wasser getrunken habe, weil ich finde, man sollte da schon darauf achten, dass der Wasserhaushalt stimmt und ja, dass der Körper einfach genug Wasser bekommt. Ich weiß, normalerweise ist das viel zu wenig, man sollte 2 bis 3 Liter trinken, aber für mich ist das schon viel und da bin ich auch zufrieden für den Anfang. Gut. Dann war ich im DM, genau im DM. Da habe ich, wie gesagt, ja, war das ja, genau. Da habe ich mir diese Duftkerze geholt. Und Leute, das ist ein Traum, das ist ein Traum. Im Moment verzichte ich ja wieder auf Süßigkeiten. Ich hatte es ja mal kurzzeitig unterbrochen, weil Ostern war dazwischen. Und da will ich ja keine Diät machen, da will ich reinhauen, ne? Aber jetzt geht es natürlich wieder weiter. Nicht Diät kann man nicht sagen, einfach eine Ernährungsumstellung. Ne? Das hört sich besser an und so soll es auch sein, weil Diäten bringen eh nichts. Also, es riecht richtig toll. Das heißt heiße Schoggi. Das ist auch die Eigenmarke vom DM. Und es hatte 2,50 € gekostet. Und da dachte ich mir, das muss mit. Das muss einfach mit. Und oh, ich könnte da reinbeißen. Ne? Ich könnte da reinbeißen. So. Gut, dann natürlich wieder Felix Katzenfutter, genauso wie Leckerlis. Ihr denkt auch, boah, die Katzen sind ja verfressen, aber wir haben 3, ne? Und 3 essen nun mal viel. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dadurch, dass jetzt Fellwechsel ist, dass die mehr Hunger haben. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, vielleicht bilden die Katzen sich das auch einfach nur ein, aber die fressen eindeutig mehr. Ja. Ja, dann habe ich mir, ne, wir fangen hier an, da habe ich mir Bleichmittel mitgenommen, habe ich gebraucht und zwar werde ich, damit ich weiß, jetzt kommen bestimmt so Kommentare, ist schlecht für die Umwelt, weiß ich alles. Das weiß ich und es benutze ich wirklich sehr selten für die Toilette einmal im Monat, weil ich finde, wenn man da ein bisschen reinmacht, und dann mal richtig schön schrubb, dann wird das einfach heller. Wie gesagt, also ich passe schon auf und ich tue wirklich nicht übertreiben. Ich weiß, sowas sollte gar nicht in Abfluss. Ist mir durchaus bewusst, aber meine Toilette wird halt schön weiß. Ne? Und ich benutze es auch wirklich sehr selten. So, dann, was habe ich noch mitgenommen? Genau, einmal Toilettenpapier. Ja. Und dann habe ich mir noch einmal Wimperntusche mitgenommen. Das durfte mit, weil meine Wimperntusche war jetzt leer. Und dann war ich noch im Kick. Und im Kick habe ich so eine schöne Hose gefunden. Endlich mal eine. Ich bin klein, ja. Ich bin nicht groß. Aber ich habe endlich mal eine gefunden, die mir passt. Und zwar ist es eine normale Stoffhose. Also Leute, die ist so schön. Ja, die passt sich so toll dem Körper an, also wirklich richtig schön. Und zwar, Moment, ich gehe jetzt mal ein bisschen, mache ich die Kamera runter. Also, das ist einfach eine ganz normale Stoffhose in hellblau. Und ja, die hat weite Beine. Überhaupt, das ist sehr weit und sehr luftig. Hier oben an der Hüfte hängt es dann so eher eng an, ja, und das macht einen ganz tollen Popo, finde ich. Und ja, und alles andere geht schön weit auseinander, ist schön luftig. Und ja, diese Hose hatte, ich muss gerade mal gucken, nee, ich habe es schon rausgemacht. Also das ist Größe 36. Ja, das sieht riesengroß aus, weil es einfach eine weite Sommerhose ist, eine schöne luftige. Die hatte 7,99 € gekostet. 7,99 €, ja, total günstig. Und die gefällt mir so gut. Die hatten noch die Farbe.
Wenn ihr da mal schauen wollt, die haben auf jeden Fall die Farbe Schwarz noch, Weiß und ich weiß nicht, ob noch Beige da war, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber in Schwarz und Weiß hole ich mir die auf jeden Fall auch, weil, wie gesagt, die sieht so schön aus. So, wie soll ich sagen, es macht einfach eine schöne Form. Ja, und deswegen durfte die mit. Was heißt nicht deswegen, ich wusste ja nicht, wie sie angezogen aussieht, aber sie hat mir einfach gut gefallen. Ja, ihr Lieben, das war mein Mischmasch haul und ja, und das Produkt, was ich mir vorgestellt habe. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr da mal ja, auf der Seite vorbeischaut, könnt ihr mal ein bisschen durchstöbern, vielleicht findet ihr was Schönes. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt haben wir schon 15 Minuten. Himmel, es wird lang, es wird lang. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen, schreibt einen lieben Kommentar, schenkt mir einen Daumen nach oben oder nach unten, wie ihr das gerne mögt. Und ich würde sagen, ein wunderschönes Wochenende euch. Das Wetter ist traumhaft schön und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!